Erleichterung im Kanton Genf nach 4 Wochen Lockdown. Alle Läden und Geschäfte dürfen ab diesem Samstag wieder öffnen. Schon am Morgen bildeten sich lange Schlangen. Es gelten strenge Auflagen, nur ein Kunde pro 10 Quadratmeter Fläche. Bars und Restaurants dürfen ab dem 10. Dezember wieder öffnen. Auch in Frankreich dürfen alle nicht lebenswichtigen Läden, wie hier das Pariser Luxuskaufhaus Printemps, wieder Kunden empfangen, pünktlich zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts. Viele Fachgeschäfte bangen nach der zweiten Zwangsschließung um ihre Existenz. Polen lockert in der Vorweihnachtszeit ebenfalls die Corona-Schutzmaßnahmen für den Einzelhandel. Unter Einhaltung strengster Hygieneauflagen dürfen Geschäfte in Einkaufszentren ab diesem Wochenende wieder öffnen. Am 4. und 17. Dezember soll es außerdem 2 verkaufsoffene Sonntage geben. Ich bin froh, dass wir langsam wieder zur Normalität zurückkehren, sagt eine Kundin. Das sei das Wichtigste. In Bulgarien hingegen hat die Regierung wegen kontinuierlich stark steigender Corona-Neuinfektionszahlen einen Teil-Lockdown beschlossen. Trotz Protesten von Maßnahmengegnern müssen Nachtclubs, die Gastronomie, Einkaufszentren und Fitnessstudios bis 21. Dezember geschlossen bleiben.